Geht der Fuck out, Chef? Fliegt Norbert als nächster raus? 100.000 Euro Preisgeld, doch dafür muss man so einiges über sich ergehen lassen. In der neuen Reality-Show Get the Fuck Out of Mühuse zogen am Donnerstagabend 100 Normalos in den Kampf um den Sieg und die Aufstockung des Bankkontos. Kandidat Norbert traf es am besten, oder doch nicht? Während sich seine Mitstreiter in dem 100 Quadratmeter Einfamilienhausplatz erboxen und vor dem Klo Schlange stehen mussten, durfte der Schleswig-Holsteiner als von der Gruppe gewählter Hausbus in einer eigenen Area samt Nassbereich die Beine lang machen. Aber muss der 56-Jährige gerade wegen seines Sonderstatus als nächstes seine 7 Sachen packen? Norbert durfte nicht nur in einem abgeschirmten Bereich, fernab vom Trubel der restlichen Kandidaten übernachten, ihm wurden im Laufe der ersten Spielwoche auch weniger schöne Ehren zuteil. Zuletzt musste er sogar entscheiden, welche 3, 5 oder 7 Kandidaten müssen das Format vorzeitig verlassen? Unter den letztendlich 7 Ausgeschiedenen befand sich auch der rebellische Bocholter und Grammatikmuffel Tom, der seinem Frust vor versammelter Mannschaft Luft machte. Tut dieses verlogene Arsch rauswählen, bölkte er ungeniert in die Menge. Kollegin und Küken Josephine konnte ihren Rausschmiss ebenfalls wenig verkraften, sie vergoss bittere Tränen. Muss Norbert jetzt um seinen Platz fürchten? In der nächsten Woche wird schließlich ein neuer Hausbus gewählt, der seinem Siegeswillen einen ordentlichen Strich durch die Rechnung machen könnte. Dabei startete das Nordlicht eigentlich mit einem echten Kracher in seine Regentschaft. Er überließ den Teilnehmerinnen gnädig sein persönliches Badezimmer. Ob Norbert seinen bemitleidenswerten Vorgängern viel zu früh in die Freiheit folgen muss, wird sich in den nächsten Folgen zeigen. Vielleicht schafft es der Ex-Boss ja tatsächlich, seinen Fehler zu bereinigen.